So Leute, willkommen bei COD WW2. Am Anfang dieser Runde habe ich leider keinen Sound, habe ich vergessen leider hier den Sound aufzunehmen. Wird im Nachhinein etwas besser werden und hey, Triple Kill durch die Box, vierfach Abschuss durch diese wunderschöne Box. Und jetzt, ja, da werde ich wahrscheinlich direkt wieder beleidigt, dass ich der Hacker bin. Aber ich bin mal ganz offen und ehrlich, jeder, der das Spiel kennt oder jeder, der Modern Warfare 1 gespielt hat oder jede andere Remake-Version dieser Map oder schon lang genug Shipment in diesem COD-Teil gespielt hat, weiß, da kann man durchschießen, dass da ausgerechnet 4 Leute sind. Dafür kann natürlich ich nichts. Aber wie gesagt, ja, das war lächerlich von ihnen, mich da als Vierer zu bezeichnen. Aber ey, ich habe einen Vierer-Kill gemacht, Vierer-Abschuss. Für mich war es awesome. So, des Weiteren, jetzt beginnt nämlich die Runde richtig von vorne. Eben haben wir nur kurz den Ausschnitt gesehen. So, wie man sieht, Herrschaft auf dieser wirklich kleinen Map. Ich habe hier die Austin oder Austin, dieses australische Maschinenpistölchen aus dem Zweiten Weltkrieg, ohne großartige nennenswerten Aufsätzen, glaube ich, tatsächlich sogar. Als Sekundärwaffe haben wir hier den wunderschönen Reichsrevolver. Oder wunderschön, kann man nicht dazu sagen, die... Das Nachladen geht zwar hier sehr schnell, aber in echt wäre das die Folter. Bin mir nicht mal sicher, ob die überhaupt noch im Zweiten Weltkrieg Einsatz gesehen hat. Selbst im Ersten Weltkrieg war es nur eine Reservistenwaffe. Das war eine Waffe, die eigentlich nicht im primären Krieg Einsatz gefunden hat. Sondern nur, wenn Lagerbestände für normale Waffen knapper wurden, hat man auf besagte Waffe oder ist man auf besagte Waffe ausgewichen. So, aber jetzt hier noch dieser Mittelpunkt hier, B, ich hasse es, B irgendwie, wow, meine Granate, zu erobern, weil bei B hat man immer dieses Problem, tight, nervig und vor allem das größte Problem bei B ist einfach, man wird von allen Seiten beballert, man hat keine Deckung, man kann hier auch auf dieser Map absolut keinen Schutz garantieren, irgendwie seinen Buddies, wenn man nach links oder rechts die Seiten abdeckt, weil es immer noch von vorne kommt oder Granaten einfach über die Container, das ist der Shipment eigentlich, dass der Container hier fliegen, hier haben wir teilweise einfach nur Holzcrates oder Holzcontainer. Deswegen kann ich hier leider nicht so gut mit meinem Team decken. Deswegen meide ich es auch eigentlich theoretisch hier in die Mitte zu gehen. Bleib links, rechts an den Seiten und versuche mein Bestes halt, um die Stellung zu sichern, zu halten, zu erobern, halt eine von diesen Sachen. Und ja, kriegen wir ihn auch noch? Nö, schade. Aber wie man sieht, also die Gegner sind sehr gut dabei, immer wieder in die Mitte zu laufen. Da kann man sie recht gut mit den Granaten kriegen oder auch mit, einfach wenn man mal kurz da um die Ecke kommt und dann vor, bevor man um die Ecke kommt, schon schießt. Ungefähr die Spots sind immer gleich. Die Leute haben sich bis heute noch nicht dran gewöhnt, irgendwo anders mal hinzugehen oder mal was Neues zu probieren. Weil manchmal, ich bin immer überrascht, wenn jemand wirklich genau in der Mitte auf der Flagge liegt. So an den Seiten der Kisten und so, damit komme ich klar. Aber wenn jemand genau in der Mitte der Flagge liegt, dann bin ich immer so dieses Holy Crap, damit habe ich nicht gerechnet. Und ja, oh, schon wieder eine Killcam von mir. Und oh Mann, habe ich hier schlecht geaimt. Muss ich sagen. Oh, und da würde ich schon direkt als Cheater bezeichnet, wobei das noch nicht mal andersweise Cheater-like aussah. Aber okay. Ich weiß auch, nee, ich habe hier nicht vergessen, die Audio aufzunehmen. Ich hatte immer dieses, ich habe manchmal gespielt, nur um eine Waffe zu leveln. Ich habe hier die Austin gelevelt und die Runde war so gut, dass ich dann dachte, okay, ich nehme sie. Normalerweise spiele ich immer mit Musik im Hintergrund und da ich ja natürlich Musik, Copyright und bla bla bla, nicht einfach so denn die Musik mit in den Videos lassen kann. Ja, wunderbar. 2 Kills durch die Wand. Das dachte ich mir halt so, ja, dann dachte ich halt auch nicht, dass diese Runde was wird. Und als diese Runde wirklich gut lief, ich weiß nicht, habe ich dann das Lied beendet irgendwann oder so? Und dachte mir so, ich sollte die aufnehmen. Ja, hier habe ich mir dann überlegt, okay, ich sollte die Runde doch vielleicht mal aufnehmen. Und hey, Flak hat Fliegerschütze kaputt gemacht. Ich finde sowas cool, deswegen nehme ich es mit. Na, dieser Headglitch-Spot ist auch echt mies. Muss ich sagen. Also dieser Headglitch an den an den Kisten ist schon echt mies. War hier früher nicht irgendwie sowas wie ein Müllcontainer oder so? Es ähnelt auf jeden Fall sehr nach der alten Map. Aber wie man hier sieht, wir haben hier die pure Dominanz. Okay, so weit vorne sind wir nicht. Aber wir haben
auf jeden Fall würde ich sagen, spielerisch die Dominanz über den Gegner, auf jeden Fall sollten wir besser sein als das Gegnerteam. Problem dabei ist einfach nur, dass wir uns schwer tun, die Position einzunehmen. So. Kam gerade nicht darauf. Also die Flanken. Wir schaffen es einfach nicht, die Flanken ordentlich einzunehmen. Und dann versuche ich hier noch ein bisschen zu wallbangen und gucke immer nach oben, ob sein Fallschirm da mal runterkommt. Weil ich finde es immer lustig, wenn Leute mit dem Fallschirm abspringen. Das ist so einfach zu kontern. Man muss einfach nur den Fallschirm kaputt schießen. Nicht auf die Person schießen. Einfach den Fallschirmjäger den Fallschirm abschießen anstatt den Fallschirmjäger. So einfach ist das. Na, ja, fand ich hier. Wow, meine Kiste, what the hell? Ah, kriegen wir jemanden? Nee. Weiter. Oh, da ist doch niemand mehr. Hätte ich jetzt erwartet. Schade, dass wir da niemanden bekommen haben. Die Granate kam verdammt gut, muss ich sagen. Also das war eine wirklich, wirklich nice Granate. Die wurde so gut gekocht, dass sie beim Aufprall ungefähr explodiert ist. Da hat jemand auf jeden Fall richtig gemacht mit der Granate. Oh, ich bin eine Ratte. Ich finde Ratten süß, also ich weiß nicht, was er hat. Ah ja. Schon wieder Charlie, ey. Aber immerhin... Auch wenn, ich bin ganz ehrlich, auch wenn wir verlieren, wir machen es den Gegner nicht einfach. Oh mein Gott, der Kerl, der mich Ratte genannt hat, ist der Fallschirmjäger. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, Remske.